Ja, mein Name ist Michael Micky Knoll. Hallo? Das ist ja gar kein Telefon. Das ist ein Schuh. Ich bin nicht nur Schuhverkäufer, ich bin nämlich Comedian. Hallo, hallo ist für Sie. Ja, wenn Kunden reinkommen, dann bespaße ich die natürlich auch direkt. Da kaufen sie mehr Schuhe und sind noch gut drauf. Und hoffentlich komme ich irgendwann mal aus der Bude hier raus. Ah, Ballerinas, wa? Ja. Ja, das ist was. Kann man immer brauchen. Ja, ich bin der Michael. Michael Knoll. Hallo, ja. Kannst du aber Micky zu mir sagen. Ey, letztens da war hier eine stämmige Frau war hier drin, wa? Braucht was, was sie im Wald tragen kann. Hab ich gesagt, wer mit einem Schild, wo drauf steht, bitte nicht schießen. Ich bin eigentlich Comedian, wie du merkst. Offenen Comedy-Abend war ich letztens in Zwickau. Ich habe mir gedacht, die Leute haben nicht so viel zu lachen, fährst mal nach Zwickau. Ne? Ja. Da gibt es ja diese Zwickauer Zelle. Alle haben darüber geredet, Witze gemacht. Ich wusste nicht, was das ist. Weißt du, was die Zwickauer Zelle ist? Ich komme aus Österreich. Aus Österreich? Ja. Ja, da habt ihr da auch mit genug mit zu tun. Ne? Aber nee, war ein lustiger Abend gewesen. Also sind nicht alle so, was für eine Farbe ordnet man noch den Nazis zu? Wie, sind nicht alle... Braun? Braun ist richtig, genau. Was ist knusprig und rennt durch den Wald und ist braun? Ha? Weißt du? Ja. Brotkäppchen. Deswegen Brotkäppchen und ja, Brot. Schon, ja. Brotkäppchen. Alles soweit in Ordnung? Ja, ja, aber es ist ja immer ein bisschen groß. Können wir die nochmal eine Nummer kleiner haben? Ja? Dankeschön. So, kommen sofort. Ich bin aber nicht nur hier in Berlin und Zwickau und so weiter unterwegs, ich bin auch international. Also Österreich oder so. Oder letztes war ich in Irland. Ja, also ich habe so ganze EU, dachte ich mir, muss ich mal, obwohl Irland gehört es zur EU? Ja. Ja. Weißt du, warum sich Frauen immer unterm Pub begraben lassen in Irland? Was? Nein. Ja, damit ihre Männer sie auch mal besuchen kommen. Oh. Weißt du? Ne? Ja, kam nicht so gut an in Irland, der Gag, weil spricht da kaum einer Deutsch. Ne? Ich habe überlegt, ob ich so was mache, wa? So, ob sie hier. Wenn man so tut, als ob du eine Mauer hast, oder ich tue so, als ob du die, ja. Wie heißt das noch? Wenn man, Pantomime, genau, ja, machen wir jetzt nicht. Ich gebe dir die richtig, wa? So, genau. Und sind die besser? Boah, ich bin fast zu eng. Ja, die sind ja, ist ja nicht so eine gute Qualität, die laufen sich noch aus. Apropos nicht so gute Qualität, da gibt es noch einen anderen Comedian. Mhm. 70.000 Leute im Olympiastadion hier. Kennst du den Typen? Kennst du? Der hat eine Sendung mal moderiert, wo die Kandidaten nicht wussten, dass sie Kandidaten sind. Und dann haben sie so Fragen gestellt bekommen und am Schluss gab es Geld. Auf ProSieben lief das. Mario Barth hieß der, so jetzt komme ich drauf. Ja, ja, gut. Ja, naja. Geht. Ja. Gut, dann lauf nochmal. Ah, die stehen dir echt gut. Welche willst du haben, die oder die? Ach. Weißt du was? Du nimmst die einfach mal mit nach Österreich. Ja. Und dann schaust du mal. Von mir kriegst du hier dafür, weil ich finde, die stehen dir wirklich gut. Ich finde auch, dass man ein bisschen was tun muss zwischen Deutschland und Österreich. Das ist die 150 Euro gebe ich dir. Ja? Geil. Die sind von mir und viel Spaß damit. Ne? Lässt sie nicht erwischen und nimmst einfach beide mit. Wa? Tschüss. Ich mach mal Pause jetzt.